Tag. Mein Name ist Cordula Torner. Ich bin Community Managerin beim KI Campus und ich freue mich sehr, dass ich den letzten Programmpunkt auf der KI Campus Stage moderieren darf. In dieser Gesprächsrunde wird es um Strategien und konkrete Erfahrungen gehen, wie man als Nicht-Informatiker in KI in die eigene Lehre bringen kann. Die Gäste, mit denen ich heute darüber sprechen möchte, haben genau das in den letzten zwei Semestern erstmalig gemacht, begleitet und unterstützt durch das Fellowship-Programm des KI Campus. Beim Fellowship-Programm gab es jetzt nicht nur 3 Fellows, sondern insgesamt 19 Fellows, 19 Hochschullehrende, die für ihre Zwecke passende Lernangebote des KI Campus ausgewählt haben, bei sich in die Hochschullehre integriert haben und sich darüber untereinander ausgetauscht haben. Im Zentrum dieses Austausches ging es um 2, sage ich mal, Kernthemen. Erstens um das Thema KI lehren als Fachfremde und als Fachfremder. Wie geht das und was macht das mit mir als Lehrende? Und zweitens haben wir Strategien zur Einbindung von OER erprobt und ausgewertet. Didaktisch unterstützt wurden die Fellows von meiner Kollegin Julia Hense. Julia arbeitet beim MMB-Institut und sie ist beim KI Campus Instructional Designerin und Expertin für digitale Lehre. Herzlich willkommen, Julia. Die Gruppe der Fellows wird heute vertreten durch Dr. Ilka Mint, Professor Dr. Ilka Mint, entschuldige bitte, Professorin Dr. Kerstin Breche und Professor Florian Wellmann. Wir haben alle ein Jahr lang oder fast ein Jahr lang intensiv zusammengearbeitet und da haben wir uns natürlich geduzt und das werden wir auch hier heute beim Panel so machen. Ilka Mint ist Professorin für englische Sprachwissenschaft an der Universität Paderborn. Sie setzt sich intensiv für Innovationen in der Hochschullehre ein. Dies betrifft den Einsatz digitaler Technologien, digitale Lehrmethoden und auch den Einsatz von OER. Und auch beim Fellowship hast du ja mit unterschiedlichen Strategien zur Einbettung von OER experimentiert und da freuen wir uns dann darauf, gleich mehr dazu zu erfahren. Kerstin Breche, sie ist Professorin für BWL an der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein und sie forscht zur Ethik in der künstlichen Intelligenz. Sie ist Lehrbeauftragte an der HAW Hamburg in einem Projekt zur interdisziplinären Vermittlung von KI für Studierende im Bereich Public Management. Schön, dass du hier bist, Kerstin. Ich freue mich auch. Und zum einzigen Mann in unserer Runde, Florian Wellmann. Er ist Professor für Computational Geoscience and Reservoir Engineering an der RWTH Aachen. Florian arbeitet und lehrt an der Schnittstelle zwischen Geowissenschaften und Programmierung. Und du beschäftigst dich auch aktiv mit der Einbindung neuer Methoden in deine Lehre, also gerade eben auch Programmierung oder eben auch Methoden aus den Bereichen Virtual Reality und Augmented Reality. Herzlich willkommen. Dankeschön. So, 3 Fellows in der Runde, 3 ganz, ganz unterschiedliche Fachbereiche. Meine erste Frage an euch in die Runde. Welche Rolle spielt KI in eurem Fach? Und warum habt ihr KI als Studieninhalt in eure Lehre gebracht? Kerstin, möchtest du starten? Also KI in der öffentlichen Verwaltung, das hört sich erstmal nach einer sehr sinnvollen Sache an. Wie ist es denn an der Universität? Ist das schon in Hochschulen ein Thema? Jein, doch natürlich. An der HAW Hamburg ist das ein ganz großes Thema. aber vor allem in der Stadt Hamburg. Hamburg ist ja gerade wieder zum 3. Mal in Folge zur Smart City geworden und wir wollen das natürlich beibehalten. Also wir machen in Hamburg schon, die Behörden sind da teilweise schon sehr weit
und sind ganz gut dort aufgestellt und wir wollen das natürlich weiter fördern und weiter Digitalisierung auch in die Behörden bringen und die Dinge dort verbessern, effizienter gestalten. Und KI ist das natürlich ein wunderbares Mittel für und wir möchten unsere Studierenden natürlich in die Lage versetzen, dass wenn sie die Hochschule verlassen, dass sie da dann das auch noch weiter stärken können und da neuen Schwung, weiteren Schwung noch reinbringen können. Und die öffentliche Verwaltung ist ja teilweise, denkt man ja nicht sofort dran, wenn man an KI denkt. Und da gibt es aber ganz viele wunderschöne Möglichkeiten, KI zu nutzen. Und die sind aber teilweise, wenn man die Datenethik betrachtet, dürfen wir das überhaupt, wollen wir das, wollen wir mit der Gesellschaft dahin? Also da kommen so ganz viele Punkte zusammen. Wo wollen wir mit der Gesellschaft hin? Wie wollen wir das machen? Und das sind eben nicht nur InformatikerInnen, die sich damit beschäftigen sollten, sondern JuristInnen, EthikerInnen, Menschen aus der BWL. Und dieses interdisziplinär zusammenzuführen, das ist hochinteressant, finde ich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sehr, sehr spannend. Werden wir hoffentlich noch vertiefen können. Florian, jetzt erstmal meine Frage an dich. Wie sieht es denn in den Geowissenschaften aus? Ist da KI schon ein Thema in der Forschung und auch in der akademischen Ausbildung? In der Forschung immer mehr, auch wie überall ein riesiges Thema auf Konferenzen, gibt es dann viele Beiträge zu maschinellem Lernen und KI in der Zwischenzeit. Aber tatsächlich, wenn man sich das genau anschaut, die Dinge, die umgesetzt werden in der Praxis, sind auf dem Stand von vor vielleicht 20 Jahren teilweise. Trotzdem ist es bei uns so, dass eben wir das große Problem haben, dass wir viele heterogene Datensätze haben, teilweise sehr große Datensätze aus Fernerkundung zum Beispiel, die wir verbinden müssen mit partiellen Sensordaten oder Bohrlochmessungen, die nur ganz an einzelnen Punkten vorliegen. Und da ist die Schwierigkeit bei uns häufig, diese sehr heterogenen und vielfältigen Datensätze zusammenzubringen. Ethische Probleme nicht so sehr, manchmal vielleicht ein bisschen, aber tatsächlich ist diese Schwierigkeit bei uns auf der Ebene dieser verschiedenen Daten und die mit unserem Wissen zu verbinden, mit dem Vorwissen, was wir haben. Und das spielt eine immer größere Rolle bei uns auch in Geowissenschaften. Ja. Okay. Und wie löst ihr das? Also lässt sich das kurz beantworten oder müsstest du dann gleich... Meine Vorlesung kann ich jetzt gleich genau. Halten. Ich denke, also es sind viele von den low-hanging fruits sind schon irgendwie gepflückt, wenn es darum geht, da zum Beispiel aus Bilddaten Dinge zu erkennen. Da nehmen wir viele Methoden aus dem Bereich der jetzt schon bestehenden KI und visuelle Methoden und so weiter. Aber die richtig spannenden Themen kommen jetzt erst. Und da geht es dann wirklich um kausale Zusammenhänge oder eben probabilistische Netzwerke, die uns auch Wahrscheinlichkeiten rausgeben. Okay. Das ist das große Thema, würde ich sagen. Super, sehr spannend. Eka, wie sieht das bei dir aus? Also in den englischen Sprachwissenschaften, bist du da mit deinem Interesse für KI eine Exotin? Teilweise ja, teilweise nein. Also in der Forschung in der englischen Sprachwissenschaft fängt KI langsam an, eine Rolle zu spielen. Viel wichtiger ist sie in den Nachbardisziplinen. Das hatten wir heute auch thematisiert, zum Beispiel in der Computerlinguistik, in den Digital Humanities. Und da grenzen wir als Sprachwissenschaftler eigentlich immer an. Wichtig fände ich auch die Unterscheidung bei KI, ob wir mit oder über KI lehren und lernen, wenn ich es jetzt auf den Lehrbezug mal abziele. Und da ist, glaube ich, das Lehren über KI eher noch nicht so im Curriculum oder eigentlich gar nicht im Curriculum leider integriert, aber das soll ja jetzt stärker kommen, zum Beispiel auch mit dem KI-Campus, und das ist auch ein wichtiges Thema, das sehen auch die Studierenden, also weil gerade über die Sprache Chatbots immer wieder ein Thema sind, das ist so der erste Bereich, wo man sagt, da findet Sprache wirklich auch Anwendung und da kommen dann Chatbots rein, da kommt dann KI rein, also man kann die Studierenden eigentlich unmittelbar packen, um dann ihnen zu zeigen, da wird KI angewendet und da lasst uns doch mal drüber reden und ihr bekommt dann die Kompetenzen, um das zum Beispiel für die Lehramtsausbildung dann auch weiter an die Schulen zu tragen, also es kommt. Ja. Okay, spannender Punkt, dass das eben auch gerade bei den Studierenden, sage ich mal, so nachgefragt wird, das Thema, auch als Trendthema, können wir sicherlich gleich noch vertieft eingehen. Davor lasst uns auf eure Erfahrungen mal schauen. Also gerade jetzt im Rahmen von dem Fellowship und eben auch im Rahmen der letzten zwei Semester, als ihr eben wirklich OER über KI, sage ich mal, bei euch in die Lehre eingebunden habt. Was ich ganz interessant finde, gerade bei euch dreien, ihr habt alle einen Einführungskurs ausgewählt vom KI-Campus, den ihr bei euch eingebettet habt,
und dann noch ein Lernangebot, das, sage ich mal, eine stärkere fachspezifische Ausrichtung hat. Eckart, du hast gleich drei verschiedene Einbindungsvarianten quasi, sage ich mal, ausprobiert und damit ein bisschen experimentiert. Was waren da deine Erfahrungen? Also erstmal, was waren das für Einbindungsmethoden? Mhm. Und dann eben auch, ja, wie würdest du sie jetzt im Nachgang bewerten? Ja, also ich habe aus Verzweiflung drei Schritte gewählt, weil ich mir dachte, jetzt habe ich das OER-Material, also ich habe den Launchpad verwendet, den kompletten Kurs, der ist in vier Module unterteilt und habe mir überlegt, ich bin englische Sprachwissenschaftlerin, ich habe keine Ahnung von KI, ich habe mir den Kurs gemacht, wie kriege ich es jetzt hin, dass ich das mit meinen Studierenden in der Lehre wirklich auch anwenden kann? Und da habe ich mir einfach ganz banal hochschuldidaktisch drei Schritte überlegt. Der erste Schritt war der, wir machen das synchron Schritt für Schritt. Heißt, wir gehen jede einzelne Einheit durch, also war ja Corona, jeder saß zu Hause vorm Rechner, die Studierenden machen die Einleitung, ich mache die Einleitung, danach treffen wir uns wieder digital und tauschen uns aus. Dann machen wir die nächste Mini-Einheit, jeder guckt sich das nächste Video an, liest den nächsten Text und so weiter und so fort. Einige Studierende fanden das gut, weil man danach sofort Feedback kriegen konnte, aber letztendlich war es, wie wahrscheinlich man hätte erwarten können, dann doch sehr demotivierend, sehr langatmig und das Problem war, das Lerntempo war total unterschiedlich und da ist man einfach nicht zusammengekommen. Der zweite Schritt war, dass ich das Flipped Classroom-Modell angewendet habe. Also ich habe die Studierenden ein Modul selber in der Selbstlernzeit, das war über einen 2-Wochen-Zeitraum, sich erarbeiten lassen, habe ihnen einen Arbeitsauftrag mitgegeben und Fragen mitgegeben. Und wir haben uns danach, nach den 2 Wochen, in der Online-Sitzung getroffen und haben anhand dieser Fragen, die hatten ja alle den gleichen Inhalt erarbeitet über den KI-Campus-Kurs, haben dann darüber diskutiert. Und das ist von Erfahrungsseite wirklich von allen in der Evaluation als die beste und gelungenste Option wahrgenommen worden. Und dann ist ja ein großes Thema gewesen in der Corona-Pandemie, das asynchrone Lehren und Lernen. Das habe ich dann auch ausprobiert, habe dann noch einen Forumsbeitrag von den Studierenden zu Chancen und Risiken zur KI haben wollen, nicht expliziten Diskussionen. Und das war dann, das ja, war okay, ein Studierender fand es brillant, wahrscheinlich weil auch, also vom Lerntyp her, dieser Studierende oder diese Studierende, weiß ich jetzt gar nicht mehr, welches Geschlecht es war, eher so eine passive, abwartende Rolle, denn so eine interaktive Rolle gerne mochte in der Lehre. Aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, also von diesen drei Schritten fand ich das Synchrone, die synchrone Variante mit dem Flipped Classroom für die Einbindung von OER am gelungensten und auch für die Diskussionsbasis, gerade wenn man nicht vom Fach ist, weil man auf Augenhöhe wirklich mit den Studierenden da diskutiert. Also die wussten genauso viel wie ich oder ich wusste genauso viel oder so wenig wie die, war sehr, sehr gelungen. Also da braucht man sich nicht scheuen, kann man wirklich gut wagen. Okay, danke für die Empfehlung. Und ich will mal sagen, also ich finde es mal ganz spannend, weil du gesagt hast, irgendwie aus der Not heraus hast du das ausprobiert, aber ich finde das immer klasse, wenn man sagt, ich probiere einfach, ich experimentiere, ja, und ich erlebe dann und erfahre, was sozusagen richtig gut funktioniert. Mhm. Kerstin, du hast auch mit dem Flipped Classroom Prinzip, sage ich mal, gearbeitet und da sehr gute Erfahrungen gemacht. Du hast aber zusätzlich noch deinen Studierenden den KI-Campus oder die Lernangebote auf dem KI-Campus, ich sage jetzt mal, als eine Ressource empfohlen, ja, für eine tiefergehende thematische Auseinandersetzung. Und ich glaube, das hat auch für dich durchaus dann Herausforderungen gebracht. Welche waren das? Und trotzdem, welche positiven Erfahrungen und Ergebnisse hast du da auch rausziehen können? Mhm. Ja, also ich hatte den Studierenden als Leistungsnachweis meistens angeboten, dass sie ein Referat halten könnten oder eine Hausarbeit abgeben können. Und da durften die sich dann aussuchen, wo drin sie ihr Wissen vertiefen möchten. KI mit Ethik oder KI mit Medizin, KI mit einem Thema der öffentlichen Verwaltung. Und das durften sie dann selbstständig erarbeiten. Und ich hatte ihnen
den KI Campus empfohlen. Da sind ja Informationen zu all diesen Dingen schön kuratiert drin. Also ich konnte darauf vertrauen, dass sie gutes Material dort bekommen, statt bei YouTube zu suchen und irgendwas zu finden. Also das war der gute Teil. Ich musste selbst nicht so viel vorbereiten. Und ja, wir hatten heute ja schon mehrfach anklingen lassen, als Lehrende ist man dann teilweise auch total an unter, weil man so viele Rollen gleichzeitig hat. Und ja, die konnten dann recht selbstständig sich in einem Gebiet weiterbilden, das sie interessierte. Und dann kam der Punkt, an dem es für mich dann teilweise etwas aufregend wurde, weil dann plötzlich die Studis ExpertInnen waren für ein Gebiet. Und ich hatte ihnen gesagt, ja, lernt das mal, macht das mal. Und dann kamen sie zu mir mit Fragen. Und ich stand da, ja, weiß ich auch nicht. Und das war für mich so ein Wechsel auch in der Rolle. Ich habe es immer noch nicht geschafft, obwohl ich es mir natürlich täglich vornehme, alle Angebote des KI Campus selbst durchzuarbeiten, aber es ist so viel, es geht kaum. Und da dann auch ja ehrlich dann mit umzugehen und zu sagen, weiß ich nicht, momentan bist du hier der Experte und ich lerne das jetzt auch von dir. Das ist so eine Änderung in der Rolle, also dadurch, dass ich aus meinem eigenen Fachgebiet rausgehe, nicht mehr Expertin dort für alles sein kann, ja, verändert sich das schon. Ja, sehr interessant. Gab es da irgendwie so einen Moment, also so, wo sich das geändert hat, so ein Switch, wo du gesagt hast, okay, jetzt fühlt es sich vielleicht gar nicht mehr so unangenehm für dich an? Ich glaube, es hat geholfen, dass wir erstmal diesen Austausch im KI Campus hatten, wo es ja vielen so ging, aber das eine Seminar an der HAW Hamburg mache ich auch mit Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und wir sind alle aus unterschiedlichen Fachgebieten, ein Psychologe, ein Jurist, ein Informatiker und ich. Und wir wissen ja alle nicht wirklich, was die anderen können und tun. Also von den Kollegen verstehe ich dann auch immer so, ja, Hälfte bis drei Viertel vielleicht. Und das ist dann in so einer Querschnittsdisziplin normal. Die KI wird ja angewendet auf Real-Life-Problems, also ist ja ein Werkzeug, ein Tool. Und man kann einfach nicht alle Fächer bis in die Tiefe durchdringen, in der dies dann angewendet werden kann. Und es kam dann ein Punkt, wo ich das akzeptieren konnte, dass ich auch nicht alles weiß. Ich glaube, das ist auch ganz gesund so. Ja, glaube ich auch. Das ist eine gesunde Einstellung, die sollten wir alle haben. Ja. Florian, du hast, glaube ich, noch eine spannende Entdeckung gemacht bei deinen Studierenden. Und zwar hast du dir mal angeschaut, wie sie KI bewerten, bevor sie sich damit auseinandergesetzt haben und einen Einführungskurs gemacht haben und danach? Willst du uns davon einfach mal erzählen? Ja, gerne. Also es war, muss man vielleicht zum Kontext noch sagen, der Kurs war Machine Learning in Geosciences und die Studierenden waren eine relativ große Gruppe. Ich glaube 65 Studierende hatte ich da in dem Kurs. Auch viele internationale, der Kurs auch auf Englisch. Weshalb ich mich dann auch entschlossen hatte, für diesen Launchpad to AI Kurs auch aus dem KI Campus Angebot den zu verwenden. Und ich habe das auch als ein Blended Learning Konzept aufgebaut, am Anfang aber eine Veranstaltung, wo ich generell erst einmal über KI gesprochen habe mit den Studierenden und eben auch eine Umfrage gemacht habe, was für Begriffe die Studierenden verbinden mit dem Thema KI. Und vielleicht dachten sie, weil ich den Kurs gebe, müssen sie da positiv sein, ich weiß es nicht, aber es war erstaunlich, dass es durchgehend eigentlich sehr positiv bewertet war, mit Chancen, mit Möglichkeiten der Datenaufarbeitung und so weiter. Und ganz wenig nur irgendwie hier und da vielleicht mit, ah ja, vielleicht wird unser Job damit jetzt in Gefahr sein oder so, aber es war wirklich untergeordnet. Gar keine, also sehr, sehr positiv und gar, völlig unkritisch, hatte ich so das Gefühl. Und das fand ich spannend, weil genau in dem Launchpad to AI-Kurs ja diese in den vier Blöcken, wie wir schon gehört haben, dazu auch, diese vier Blöcke, ist ja auch ein Block Risiken, ein Block Chancen. Und ich habe dann nach zwei Blöcken nochmal ein Gespräch gehabt mit den Studierenden auch wieder und das war noch vor dem Risikenblock, da war es immer noch relativ positiv. Und dann am Schluss habe ich noch mal eine Umfrage gemacht und da war es dann deutlich differenzierter. Und das fand ich ein sehr schönes Erfolgserlebnis, weil ich dachte, gut, das war schon eine wichtige Learning Outcome hier dabei. Ja. Und ja. Ja, nee, schön, ne? Also dass da einfach, sage ich mal, dann ein größerer Grad an Reflektiertheit, ne? Irgendwie dann stattgefunden hat. Das ist ja ein tolles Lernergebnis. Ilka, Kerstin, ja, wie war das bei euch? Wie haben eure Studierende auf das Thema KI reagiert und auch auf ja, die Tatsache, jetzt mit, ich sag mal, externen Videomaterialien zu arbeiten? Also bei uns war auf jeden Fall das Thema KI, finden die spannend.
aber Studierende der öffentlichen Verwaltung sind ja da auch bewusst und vorsichtig, was Daten von Bürgerinnen und Bürgern angeht. Und hatten also schon zu Anfang eigentlich im Vergleich zu Florians Studis da auch immer schon so ein bisschen Bedenken. Dürfen wir das überhaupt als öffentliche Verwaltung? Ist das was Gutes? Und waren aber schon daran interessiert, weil sie sehen, das wird im täglichen Leben ist das da, in der Wirtschaft wird das eingesetzt. Was machen wir eigentlich in der Verwaltung damit? Also das fürs Thema interessieren sie sich. Und das Material wurde eher positiv aufgenommen, eben ein besseres YouTube. Also Sie dürfen jetzt mal Videos gucken, statt nur langweilige Bücher zu lesen. Es gab dort ja auch Gamification, also das Material ist ja auch einfach gut aufgearbeitet und dann auch spezifisch. Also wir hatten ja unter anderem den Kurs KI in der öffentlichen Verwaltung gewählt und das sind wirklich die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen und es ist dann nicht so abstrakt allgemein und Sie müssen es dann immer übertragen, sondern da wird genau über Ihre Themen gesprochen und das fanden Sie schon gut. Aber wir haben auch gemerkt, wir dürfen sie, wie Ilke auch sagte, damit nicht so ganz alleine lassen. Dieses asynchrone Lernen, so guck mal, da ist ein Campus, jetzt macht mal, das fanden sie dann auch wieder nicht gut. Also man muss da schon in Interaktion dann trotzdem bleiben als Lehrender. Also man muss sich schon immer noch einbringen. Und wie hast du das dann gemacht, also diese Begleitung und die Interaktion? Wir haben dann teilweise eben dieses Flip Classroom-Modell, dass sie uns dann zu den Aspekten, wo sie dann gerade Expertin geworden sind, uns dann im Seminar referiert haben. Teilweise aber auch einfach nur, es gibt da ja auch so schöne Tests drin, diese Gamification-Module, dass wir dann geschaut haben, okay, wo waren Fragen, Fehler, das dann nochmal besprochen haben, solche Sachen. Also, dass wir auf jeden Fall immer sie angesprochen haben auf das, was sie dort gemacht haben und nicht einfach dann in der nächsten Vorlesung mit was ganz anderem weitergemacht haben. Okay. Ilka, wie war das bei deinen Studierenden? Ja, ähnlich auch. Also, wenn ich mal auf die Lehramtskohorte zurückgreife, da habe ich logischerweise das Modul KI und Sprache genommen aus dem Kurs Schule macht KI. Und das konnte man auch wunderbar nur als einzelnes Modul, als Snippet rausnehmen, ohne dass ich den ganzen Kurs machen musste, war durchweg positiv. Die Lehramtsstudierenden waren aber auch sehr kritisch. Also ich werte das jetzt mal als kritisch positiv. Die mussten da selber eine eigene Programmierung machen. Also eigentlich ist es gedacht, dass es die Schülerinnen und Schüler die machen. Und einige haben es auch selber umgesetzt und geschafft. Andere sind leider Gottes gescheitert. Aber obwohl sie es nicht gemacht haben, haben sie sich trotzdem intensiv mit dem Thema KI auseinandergesetzt. Und ich hatte in der kursinternen Befragung die noch gefragt, ob sie mit anderen über KI gesprochen haben. Also Idee war, die müssen da so ein Chatbot programmieren, also ob sie zum Beispiel die Programmierung anderen auch zeigen und dann sagen, ey, hier, das habe ich gemacht und können ja mal ausprobieren, ob der Chatbot so und so welche Fragen beantwortet. Und unabhängig davon, ob sie es geschafft haben oder nicht, haben sie wirklich auch mit anderen, also das ist ja gerade der tolle Ansatz, dass man die motiviert, ihr habt jetzt ein bisschen Fachwissen, tragt das doch mal in eure Nachbarschaft, in die WG, zu Freundin, zur Familie. Und die haben durchweg da echt positiv drauf geantwortet und haben sich auch Gedanken drüber gemacht, sehen auch die ethischen Implikationen. Also wenn man dann sie zum Beispiel auch fragt, wie wäre das denn, wenn ihr eine KI hättet, die euch Aufsätze korrigiert? Also die sind ja Lehrer, wenn die jetzt zum Beispiel Deutsch und Englisch haben, dann haben die immer so ein Packen an Aufsätzen zu korrigieren. Und haben so kurz drüber nachgedacht, fanden es dann eigentlich ganz gut, haben sich aber immer wieder gewünscht, dass der Mensch immer mit dabei ist. Und immer noch mal überprüfen kann, haben gesagt, okay, wenn ich dem System vertrauen kann, dann würde ich es auch anwenden. Aber ich glaube, so diese Interaktion, also wir haben sie auch heute ganz häufig angesprochen, Angst, nicht Angst, was macht die KI und so weiter. Also mein Eindruck ist, die wollen was wissen, die wollen wissen, wie solche Systeme arbeiten, also wenn sie jetzt zum Beispiel jetzt sprachbasiert arbeiten, wie sie funktionieren, was der Output ist, Input kennen sie ja. Und wie sie als Menschen sich dazu auch verhalten können, also dass sie selber immer noch die Person sind, die sozusagen da steuernd eingreifen kann oder wenn es um Lernfortschritte zum Beispiel bei Schülerinnen und Schülern geht, je nachdem auf welchem Level die sich dann bewegen, dass man da dann wirklich aktiv auch nochmal gucken kann und sagen kann, du jetzt da mit der Note 3 vielleicht rauskommst, du hast aber genau die gleichen Fortschritte oder mehr Fortschritte gemacht, als du, der du da mit der Note 1 rauskommst. Ne? Also das war denen schon sehr, sehr bewusst, da auch immer noch so ein bisschen ausgleichend als Mensch dann trotz Automatisierung zu wirken. Ja, okay. Dann nochmal von den Studierenden zurück zu euch als Lehrende. Also wir haben im Rahmen unserer Fellow-Treffen auch regelmäßig eben über die Frage
diskutiert, was das mit euch macht, was das mit eurer Rolle macht. Du hattest es schon angesprochen, Kerstin, dass es eben durchaus eine Herausforderung eben auch sein kann, nicht die Fachexpertin, also in dem Fall die KI-Expertin zu sein. Wir haben heute Nachmittag auch einen Vortrag zu dem Thema gehört, ne? Fachexperten mit KI-Wissen versus KI-Experten. Magst du da nochmal das ein bisschen vertiefen? Mhm, gerne. Also für mich, wir als Lehrende sollten ja auch so ein Lifelong Learning Modell leben eigentlich. Und wie schon gesagt, KI betrachte ich als Werkzeug und dann braucht dafür Anwendungsfälle. Die InformatikerInnen können nicht im leeren Raum ihre Methoden einsetzen. Und die müssen dann ein wenig einsteigen in unsere Disziplin, also in meinem Fall zum Beispiel die BWL und Ethik. Und wir müssen aber auch ein wenig rein in die KI, in die Informatik, um das beurteilen zu können, wo da die Punkte sind, an die wir auch ran müssen. Zum Beispiel im Bereich der Datenaufarbeitung, Altdaten, wie man daraus lernt, wo dort Vorurteile gespeichert sein könnten, diese Sachen. Und mir persönlich bringt es Spaß, mich da reinzuarbeiten, aber ich habe da auch eine Affinität zum Digitalen und kann es mir verzeihen, wenn ich mal etwas nicht weiß. Aber ich habe bei einigen Kolleginnen da doch auch ja, Bedenken gesehen, wenn man so lange schon in dieser Rolle ist des Allwissenden, der vorne steht und immer alles besser weiß und auf alles eine Antwort hat, ist das schon eine Veränderung. Und auch für die InformatikerInnen war es gar nicht so leicht, viele, mit denen ich gesprochen habe, weil die dann auch die Sorge hatten, wenn da jetzt dieses KI-Campus-Material ist, Open Educational Resources, was ist dann noch mein Job, wenn das vermittelt wird, so toll, durch so ein digitales Tool, was ist dann mein Job? Und die Rationalisierung dort, die eintreten könnte. Also da sind schon einige Bedenken auch. Und deswegen glaube ich, dass es weiterhin sehr wichtig ist, dort auch alle mitzunehmen, solche Sachen zu diskutieren. Weil ich glaube nicht, dass wir dadurch Menschen einsparen werden, sondern unsere Rolle wird sich verändern. Wir sind nicht mehr diejenigen, die Frontalvorträge da vorne halten und alles am besten wissen, sondern wir sind Begleiter der Lernenden. So sehe ich das eher als meine Rolle jetzt. Ja, und ja, es dreht sich natürlich auch um das Thema Interdisziplinarität, ne? Also du hattest es schon angesprochen, wir haben auch heute Nachmittag schon darüber gesprochen, wie wichtig das ist. Julia, vielleicht kannst du noch mal von, ich sag mal, so einer allgemeineren Ebene davon erzählen, wie das aus deiner Sicht ist, also wie das für fachfremde Lehrende ist, sich in so eine Rolle zu begeben, plötzlich, nicht mehr der allwissende Experte zu sein und welche Lösungsstrategien gibt es da? Ja, das ist für viele erstmal total gewöhnungsbedürftig. Ne? Das ist jetzt ja schon angeklungen. Normalerweise bin ich als Lehrender eben derjenige, der sagt, wo es lang geht. So. Und jetzt muss ich hier die Rolle wechseln und komme mehr in die Position des Lernbegleitenden und des Coaches. Und das ist für viele erstmal gar nicht so einfach. Also zum einen überhaupt diese Haltung hinzukriegen, zu sagen, okay, aber ich bin jetzt hier der Coach, was macht mich eigentlich aus als Lehrcoach, was mache ich da konkret? Das ist für viele schon mal schwierig und ja, eben auch damit umzugehen, dass Nichtwissen in Ordnung ist, dass das kein Manko ist, dass es völlig normal ist, ich kann nicht alles wissen, insbesondere dann nicht, wenn ich mich mit einem Thema auseinandersetze, das ich eben nicht vertrete normalerweise. Und das ist, glaube ich, sogar für viele noch mehr der Knackpunkt, also dieses Nichtwissen akzeptieren zu können. Weil dieses Lehr-Lern-Coaching, das kann ich lernen, ne? Da stelle ich Fragen, da kann ich ganz viel mit Methoden machen, da kann ich ganz viel mit Begleitung meiner Studierenden machen, also ins Gespräch gehen. Und letztlich ist das aber auch dieselbe Strategie, um diese Angst vor Nichtwissen abzubauen, zu sagen, okay, gut, dann, tja, ich weiß es auch nicht, aber weißt du was, ist nicht schlimm, wir beide finden es jetzt gemeinsam raus. Und derjenige, der es zuerst rausgefunden hat, der sagt Bescheid und teilt es dann idealerweise gleich mit der gesamten Gruppe, weil dann können wir darüber diskutieren. Und das ist eigentlich diese fundamentale Veränderung, die wir da auch erleben in der Rolle der Lehrkräfte. Ja. Sehr, sehr spannend. Also ich glaube, das ist genau das auch, was du erlebt hast. Ja. Ja. Und ich glaube, ihr habt es ähnlich berichtet. Lasst uns nochmal auf das Thema OER zurückkommen, na, was ja irgendwie auch ein ganz, ganz zentrales Thema war.
Ilka, was müssen denn OER aus deiner Sicht leisten, damit du sie in deine Lehre integrierst? Guten Gewissens, sage ich mal. Ja, also für mich sind zwei Aspekte dabei sehr, sehr wichtig. Zum einen ist es wichtig, dass die OER-Materialien, die zur Verfügung stehen, qualitativ abgesichert sind. Also theoretisch könnte ich ja wirklich bei YouTube KI eingeben und dann gucken, okay, weiß ich, was ist am meisten geliked, wird am meisten geguckt und das benutze ich dann. Aber da habe ich, wenn ich jetzt fachfremd bin, habe ich ja keine Garantie darüber, ob das, was da drin vorkommt, auch wirklich stimmt und auch wirklich aus der Fachcommunity sozusagen das ist, was diskutiert werden muss oder was entsprechende Kompetenzlevel abgleicht oder anbietet dann. Und da kann ich beim KI-Campus-Angebot sicher sein, dass die Inhalte von Fachleuten zur Verfügung gestellt wurden, die aber so aufbereitet sind, dass zum Beispiel auch sie für Nicht-Fachleute verständlich und verwendbar sind. Also wirklich die Qualität der Materialien ist ein ganz wichtiger Aspekt inhaltlicher Art. Und der zweite wichtige Aspekt für mich ist der, dass es gewisse Kriterien gibt, die sozusagen vorgeschaltet sind vor die OER-Materialien. Also zum Beispiel, wie umfangreich ist es? Also wenn ich jetzt als Anwender, als Nutzer das implementieren will, geht es jetzt über 15 Wochen oder ist es vielleicht nur auf 4 Wochen angelegt oder kann ich das auch in 2 Wochen behandeln? Also wie viel Lernzeit wird zum Beispiel benötigt? Welche Anwendergruppe ist es? Sind es Anfänger? Sind es Laien? Sind es so Leute, die sich so ein bisschen auskennen oder sind es Experten zum Beispiel? Also so eine Parameter finde ich ganz, ganz wichtig, neben natürlich auch Abbildung, welche Inhalte bietet der Kurs, was soll gelernt werden, also sind es mehr ethische Aspekte zum Beispiel oder sind es meinetwegen Aspekte, die sich dann mit Medizin beschäftigen oder allgemein mit KI. Und das finde ich wichtig, dass da so ein Konglomerat an Informationen zur Verfügung steht und ich mir dann idealerweise vielleicht aus einer Datenbank dann aussuchen kann, okay, das und das und das brauche ich, das und das will ich. Und also das eine ist sozusagen Kategorisierung, Labeling und das andere ist qualitative Inhalte, die finde ich für so eine OER-Materialien wirklich ausschlaggebend sind und wo, glaube ich, auch noch vielleicht viel so Entwicklungsbedarf vorhanden ist, wenn man selber zum Beispiel, es gibt auch mal mehr Produzenten von OER-Materialien, also nicht nur Konsumenten, dass man da auch mal die Perspektive wechselt dann und guckt, okay, was muss ich jetzt von der Produzentenseite beachten, um dann nachher für die Nutzer auch wirklich zugreifbar und sinnvoll einsetzbar zu sein. Also das ist so ein bisschen wie wenn wir Textbücher verfassen, haben wir dann auch immer den späteren Nutzer im Auge und genauso, glaube ich, ist es mit OER nur viel vielfältiger, weil wir einfach so irre viele offene Formate haben. Wir haben Texte, wir haben Videos, wir haben, was weiß ich, H5P-Formate als Assessment-Sachen, wir haben Peer-to-Peer-Discussions und so weiter und so fort. Und das macht es herausfordernd, toll, aber auch muss irgendwie greifbar sein und bleiben. Ja, und eben diese ganzen, sage ich mal, Informationen und Angaben, also das auf, oder war auch sehr spannend und ist sehr spannend für uns als KI-Campus, was wir da auch aus dem Fellow-Programm gelernt haben, ne, was da eben euch Lehrenden wichtig ist, das sind ja nochmal andere Punkte, als jetzt für Lernende entscheidend und wichtig sind. Genau, also da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, was wir uns da überlegt haben, wie man dem Ganzen irgendwie gerecht werden könnte. Ich will vorher noch eine Frage dem Florian stellen. Zwar, Florian, du arbeitest ja sehr praktisch und hast eben auch Programmierprojekte in deine Kurse eingebettet. Also welche Chancen bieten dir da OER oder wie nutzt du da OER? Und vielleicht auch noch weitergedacht, was würdest du dir vielleicht noch wünschen, auch vom KI-Campus oder von anderen Anbietern, damit solche Praxisprojekte, sage ich mal, noch besser funktionieren? Ja, ich denke eben, bei vielen Bereichen von KI, maschinellem Lernen, haben wir heute auch schon ein schönes Beispiel gesehen hier mit dem NLP, bietet es sich eben an, Dinge selbst auszuprobieren. Und die Hürde zur Programmierung ist so viel gesunken durch diese interaktiven Formate, die es jetzt gibt. Jupyter Notebooks sind ein Beispiel. Google Colab, auf denen das auch funktioniert, weil man eben sehr schnell, ich glaube auch einer der großen Erfolge der KI in den letzten Jahren ist, dass es eben sehr einfach ist, komplexe Modelle zu nehmen, die irgendwo generiert wurden und die sofort zu testen mit Beispielen und weiterzuentwickeln. Und das klappt auch in der Lehre ganz gut. Bei mir am Anfang war das ein bisschen eine Hürde, weil die Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftler so ein bisschen programmieren, weiß nicht so richtig, aber mit diesen Formaten hat es sehr gut geklappt. Und ich habe selbst in meinen Veranstaltungen und da es gibt auch einige schon OER-Angebote in dem Bereich, aber noch nicht so gut ausgearbeitet, würde ich sagen. Genau den Punkt, den wir gerade gehört haben von Ilka, also die Frage, wie ist Qualitätskontrolle mit dabei, wie wird das sichergestellt? Und in dem Bereich noch Angebote zu haben, auch zum Beispiel als Ergänzung zu den Kursen,
die ich dann direkt integrieren kann in meine Veranstaltungen, das wäre wirklich fantastisch. Das wäre dann schön direkt einsetzbar. Also mehr quasi auch noch Aufgaben, Programmieraufgaben, die eben auch schon geprüft sind. Genau, richtig. Und die es dann schön ergänzen können. Ja. Alle Kurse haben schon schöne Quizzes und andere Beispiele. Das ist schon richtig gut. Bei der Programmierung gibt es ein bisschen mehr Spielraum. Es ist auch schwerer abzuprüfen. Da gibt es auch nicht ganz so eine einfache Lösung, muss ich sagen, generell. Aber das ist ein spannendes Thema. Das würde, glaube ich, auch die Anwendung noch deutlich erweitern dann. Ja, auf jeden Fall. Nehmen wir mit und sind wir auch dran, sage ich mal, wie man das Ganze irgendwie noch praxisorientierter gestalten kann. Aljoscha, haben wir Fragen aus dem Chat? Aber Zwischenfragen? Selbstverständlich. Ich wollte immer mal mich reindrängen, ob wir mal ein bisschen den Chat aufräumen wollen. Es geht so ein bisschen um Reflexion jetzt in dem Fall. Das eine habt ihr eigentlich gerade schon angefangen. Das war die Frage, würdet ihr bei der Nutzung von OER-Materialien das nächste Mal was anderes machen? Und was empfehlt ihr anderen Lehrenden, die jetzt das erste Mal quasi in Berührung kommen? Dann eine konkrete Frage an Frau Professor Mint nochmal zu dem Flipped Classroom, ob auch darüber sich ausgetauscht wurde, wie man sich das Wissen dann angeeignet hat in dem Selbststudium quasi. Also ob es eine Reflexion des Lernprozesses, den man dann eben nicht gemeinsam hatte, gab. Dann gab es nur Kommentare, dass man sich... Ich glaube mal ganz kurz, vielleicht antwortest du. Wollt ihr gleich machen? Können wir uns das gar nicht merken. Ach, genau, also das ist eine spannende Frage, wie die Studierenden in der Selbstlernphase arbeiten und dann... Also es ist ja eine Fülle an Informationen, die über die Materialien aufnehmen. Ich habe versucht zu steuern, indem ich Ihnen also für den lernbezogenen Kurs zum Beispiel 3 Fragen gestellt habe, wo Sie wussten, die müssen Sie beantworten, wenn Sie die Materialien durchgehen. Die Studierenden selber haben das in eigenen Gruppen besprochen, also da konnten sie sozusagen über ihren eigenen Lernprozess sich austauschen, aber ich weiß darüber nichts. Also nein, wäre meine Antwort auf die Frage, wäre aber echt spannend aus einer hochschuldidaktischen Perspektive das zu untersuchen, absolut habe ich aber nicht, nee. Ja, die Reflexion macht er vielleicht leicht, dann könnt ihr im Anschluss nochmal machen, was man anders machen würde und was ich mache einfach mal nochmal den anderen Teil, der noch kam. Und zwar ging es darum, naja, man findet es spannend, also zu erfahren, wie Professorinnen denn lernen. Und es wurde eben gesagt, das muss sich dann aber, wenn diese Lernbegleitung, dieses Coaching halt stärker in den Vordergrund kommt, dass das eben sich auch in Strukturen vielleicht niederschlagen muss, zum Beispiel Lehrdeputat und Ähnlichem. Und vielleicht man auch bei Berufungen darauf achten sollte, dass die Leute auch die Fähigkeiten haben und ob man nicht auch die Lernszenarien umdenken muss, also ob man, kann man am Ende dann eine Klausur schreiben, ja, das was eher, oder ob dieses hier eher dem forschenden oder dem projekthaften Lernen entspricht, wo man dann auch da an der Stelle dann nachjustieren muss. Das wäre cool. Also eine andere Idee von Lehren und Lernen, also dass es zum Beispiel wirklich projektbasiert läuft, dass wir nicht immer Teaching to the Test haben und so weiter und so fort, aber wie gesagt, durch Flipped Classroom, das greift es ja schon total auf, das ist ja auch das, was Florian heute früh am Anfang sagte, das ist genau der Shift vom Teaching to Learning. Und den hat man eigentlich durch ein Flipped Classroom, wenn man es richtig umsetzt, hat man den eigentlich drauf, weil ja die Studierenden selber die sind, die ihr Wissen präsentieren, auch vor anderen präsentieren und zeigen, dass sie es verstanden haben. Wir als Uni sind halt doch noch an die benoteten ECTS-Credits häufig gebunden, also da müsste ein Shift, wenn dann, stattfinden. Das ist schwierig, also leider umzusetzen. Ich fände es toll, wenn wir da ein bisschen mehr versuchen würden, das was geht, aber auch das sind wieder hochschulpolitische Themen, ich glaube, da sind wir draußen, aber ich glaube wirklich, dass die OERs, einfach weil sie so vielfältig sind, da nochmal einen riesen Impetus in die hochschuldidaktische Lehre und wie wir Lehren und Lernen reinbringen werden und mit der KI dann sowieso noch, wenn wir dann auch noch Learning Analytics zum Beispiel mit dazu nehmen dürfen, wenn wir adaptives Lernen mehr implementieren können und dürfen auf der Basis von Daten, die wir bekommen von den Studierenden. Das ist ja auch das Problem. Ich kann ja in den Kopf meiner Studis nicht reingucken, obwohl ich gerne wissen würde, wo habt ihr das Problem? Was muss ich euch wie erklären, damit ihr das versteht, was ich will, dass ihr es versteht? Ne? Und also meine Hoffnung wäre, dass wir da vielleicht zu einer besseren Form der Lehre kommen, damit die Studierenden das lernen, was sie nachher, also für meine Lehramtsleute zum Beispiel, was sie dann den Kindern, den Schülerinnen und Schülern an der Schule beibringen sollen. Und das ist ja eigentlich, also das ist so ein toller und wichtiger Job, um die dann nachher, also in meinem Fach, dann wirklich fit zu machen und dass sie international reüssieren können und dass man nicht merkt, du bist aus Deutschland, sondern dass sie vielleicht so angesprochen werden, ja cool, du sprichst ja richtig toll Englisch und kannst dich da international wie ein Weltbürger, wie es so schön heißt, einfach ganz souverän bewegen. Das wäre das Ziel und das wäre schon cool.
aber glaube ich, ist noch ein weiter Weg. Aber wir fangen ja an. Und vielleicht dann echt nochmal die Lessons learned mit den OERs. Ja, was habt ihr da rausgenommen? Was würde man einfach selber anders machen und was würde man anderen dann gleich empfehlen? Vielleicht an euch alle mal die. Also ich würde mir wünschen, wenn ich das nochmal täte, dass ich von Anfang an verzeihen damit mir umginge. Aber mich kennend, ja, aber das würde ich mir wünschen für alle anderen, die damit anfangen, dass sie von Anfang an akzeptieren, es ist ein fremdes Fachgebiet und überhaupt etwas da zu machen ist besser als nichts. Und wenn man dann selbst da am Anfang noch ein bisschen schwimmt, also ich bin sehr froh, dass ich die Unterstützung durch den KI Campus hatte und hatte ja auch gleich am Anfang des Gesprächs Julia gesucht und dann gefragt, wie komme ich in die Didaktik rein, wie kann ich das am besten nutzen, dass man sich Hilfe holt und dass man akzeptieren lernt, dass man nicht perfekt ist. Aber was ich mir auch wünschen würde, das war so ein bisschen die Frage davor, war auch dieses, dass die Incentivierung der Hochschullehrenden vielleicht angepasst wird. Also wenn ich einfach nun danach incentiviert werde, wie viel Deputat ich leiste, also an Hochschulen eben 18 Semesterwochenstunden einfach Frontallehre betreiben muss. Alles, was ich nebenbei mache, ist Hobby. Ja, genau, mache ich, weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Und dann ist es auch verständlich, dass Leute, die da nicht unbedingt ihr Steckenpferd drin sehen, das dann nicht unbedingt tun. Und da würde ich mir wünschen, dass mehr dann eben von den Hochschulen käme, von der ja, Politik von Land und Bund käme, dass das honoriert würde, weil dann würden auch mehr Leute dort noch mitmachen und die sowieso sich schon engagieren, könnten dann vielleicht ein bisschen Präsenzlehre weniger oder ein bisschen weniger in der Administration, dass das honoriert würde. Das würde ich mir noch wünschen. Also ich denke mal, Ilka und Florian, ihr könnt das unterschreiben. Ja. Gibt es weitere Lessons learned von eurer Seite? Florian, gibt es irgendwas, wo du sagst, das würdest du anders machen? Vielleicht, also ein Punkt eben auch, es gibt so viele Kurse, man würde am liebsten alle vorher sich einmal anschauen, um einen Überblick zu haben und auch zu wissen, wo man vielleicht noch gezielter einzelne Aspekte rausnehmen kann. Ich habe das mit zwei Kursen noch gemacht, aber ich glaube, ich würde versuchen, beim nächsten Mal noch breiter zu schauen und zu sehen, welche auch nur einzelne Videos passen vielleicht dazu und nicht nur die gesamten Blöcke oder irgendwas. Und ich glaube, was bei mir ein ganz wichtiger Lernprozess auch war in dem gesamten Jahr jetzt irgendwie, war dieses Verständnis von OER und wie wir diese Kurse betrachten und in unsere eigenen Kurse implementieren. Weil diese Vorstellung, also diese Idee, wir nehmen ja schon immer Bücher und Dinge von anderen Autoren, und das ist völlig selbstverständlich. Wenn wir aber irgendwelche Kurse nehmen, fühlt sich das erstmal komisch an, so ein bisschen. Ne? Das war für mich ein richtiger Prozess, da haben wir auch oft drüber gesprochen in den Treffen. Und ich glaube, das ist was man sich selbst auch nach außen hin, was so ein bisschen komisch gesehen wird, vielleicht auch teilweise von Studierenden. Das ist so ein Prozess, durch den wir durch müssen, um das noch weiter und besser zu integrieren, glaube ich schon. Okay, Ilka, gibt es bei dir noch Wünsche oder Lessons learned? Ja, also ich bin also mit dem Flipped Classroom-Prinzip total zufrieden, habe das jetzt auch in dem Semester schon wieder integriert und das tollste indirekte Feedback kam am Anfang, da saßen die Studis, also ist ja wieder größtenteils Präsenzlehre, saßen so zusammen und eine sagte, hatte ich mit meinen Freunden Gespräche über KI, also das müssen irgendwie Informatiker oder aus dem MINT-Bereich Leute gewesen sein, und dann sagte die Studentin, und ich konnte mitreden, und dann dachte ich mir, bingo, genau, also das ist ja wirklich das Ziel, dass die auch fachlich merken, ey, ich habe da wirklich einen Kompetenzerwerb, ich habe da was gelernt, und die Scheu, was fachfremd zu unterrichten, ich glaube, die muss man echt versuchen abzulegen, weil ich glaube, also ich fand es auch beim Fellow-Treffen total faszinierend, Geowissenschaften, dann Verwaltung, wo überall KI eine Rolle spielen kann, und auch bei mir ist es dann der Chatbot, also bin ich dann letztendlich logischerweise, liegt ja nah, aber das, was nahe liegt, sieht man manchmal nicht, also dass man die KI, und die ist wirklich ein Querschnittsthema, dass man die auch fachlich einbinden kann und dann auch selber, auch wenn man über den Bereich KI nicht viel Ahnung hat, man es übers Fachliche dann doch wieder kriegt, dass das echt möglich ist. Und das ist halt wirklich über diese OER-Materialien viel leichter möglich, als wenn ich mir jetzt ein Buch aus der Bibliothek hole, dann, das sind ja meistens so eine Wälzer, schätze ich mal, oder? Wenn ich schon, ja, genau. Wenn und ich dann angesprochen bin, aber nochmal ganz diese logische Unfertigkeit des Digitalen, dass da alles im Progress ist und man dauernd Neues ausprobiert, verwirft, findet, ja, find, remix, share, das ist im digitalen Bereich ja eine ganz normale Kulturtechnik, aber die ist eben für uns sozusagen mit einem Unfertigen, und ich weiß noch nicht, was das Ergebnis ist, ich trainiere ein Modell und weiß nicht, was rauskommt, das ist für uns ganz ungewohnt, ja, und das ist genau das, was ihr gerade, glaube ich, beschreibt. Ja, das ist ein Kulturwandel, der wirklich
genau. den man auch mal so benennen kann. Ja, aber der lohnt sich. Also der lohnt sich also für einen selber und für die Lehre lohnt er sich auch auf jeden Fall. Ja, und das war auch super schön zu merken, also wirklich in unserem Fellowship-Programm, wie viel euch der Austausch bringt. Ja. Also das ist, also wir machen das ja quasi für die Hochschullehrenden, ja, und da wirklich dann eben auch zu sehen, dass der Austausch euch voranbringt, na, dass er euch in dem bestätigt, was ihr macht, da auch ein bisschen Mut, sage ich mal, irgendwie gibt, weil ihr seht, die anderen stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Das ist natürlich auch super schön für uns, das zu sehen. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie wir eben ja auch über das Fellowship hinaus Hochschullehrende unterstützen können, dass sie eben OER bzw. jetzt explizit die Lernangebote vom KI Campus bei sich in der Lehre integrieren können und einbinden können. Und da sind wir gerade dabei, ein didaktisches Support Kit zu entwickeln. Toller Name, Julia. Vielleicht magst du mal kurz erläutern, was sich hinter diesem mysteriösen Begriff verbirgt. Ja, gerne. Also didaktisches Support Kit ist so der Arbeitstitel, den wir dem Ganzen gegeben haben. Das ist entstanden über die Laufzeit dieses Fellowship-Programms, weil wir eben auch gesagt haben, es braucht irgendwie eine Begleitung. Also wenn jetzt jemand das allererste Mal fremde und dann noch fachfremde Lehrinhalte einsetzt in seiner Lehre, dann ist das einfach hilfreich, wenn ich was habe, woran ich mich so ein bisschen festhalten kann und weiß, das muss ich jetzt machen oder das sollte ich jetzt zumindest tun. Und dann ist eben diese Idee zu dem didaktischen Support Kit entstanden, was wir dann auch zusammen mit den Fellows entwickelt haben. Im Grunde genommen ist das ein Kit, das aus drei Bestandteilen besteht. Wir haben ein ganz praxisorientiertes, ganz anwendungsorientiertes Manual. Das ist also ein Handout, das mir nochmal das Wichtigste zusammenfasst, was überhaupt beim Lehren und Lernen mit digitalen Medien zu beachten ist. Also das ist zum Beispiel das Flipped Classroom-Konzept nochmal erklärt, beispielsweise. Also solche Sachen stehen da drin. Oder welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, in welchen verschiedenen Settings digitale Medien in der Lehre einzusetzen? Das ist so das eine. Kann man lesen, muss man nicht. Wenn man sich da jetzt schon auskennt, kann man das auch skippen und einfach sagen, ich gehe gleich über zu den ganz praxisorientierten Materialien. Wir haben zum Beispiel auch eine Checkliste entwickelt, die für die Vor- und Nachbereitung und auch für die Begleitung von komplett virtuellen Lehrveranstaltungen gedacht ist, aber eben auch für hybride Settings, also für Blended Learning. Das ist eine Checkliste, die mich wirklich komplett durch den Prozess begleitet, wenn ich noch überhaupt keine Idee habe, welche Inhalte ich überhaupt einsetzen will, wie ich Lernziele dazu formulieren kann, welche Fragen ich wann, wie im Seminar stellen kann. Diese Checkliste hilft dabei, das alles rauszufinden. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist tatsächlich, da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil ich finde, es ist ganz großartig geworden, das ist eine Legende. Also wir haben tatsächlich eine KI-Campus-spezifische Kurslegende entwickelt, auch zusammen mit den Fellows, um perspektivisch, es sollen ja auch weiterhin Hochschullehrende Materialien vom KI-Campus gerne in ihre Lehre einbinden. Und wir haben eben gesagt, okay, da müssen wir noch ein bisschen was liefern, was das erleichtert. Das ist also eine ganz visuelle Legende, die mir für jeden Kurs sagt, ist das ein eher anwendungsorientierter Kurs oder ist es eher ein theorieorientierter Kurs? Ist das einer, bei dem man viele Praxisaufgaben, vielleicht sogar Programmieraufgaben bearbeiten muss? Oder ist es einer, der tatsächlich eher so in die Theorie reingeht, wo ich theoretische Aufgaben zu bearbeiten habe, bis runtergebrochen auf, dieser Kurs arbeitet viel mit Videos, arbeitet mehrheitlich mit Text oder im Verhältnis dazu Audiodateien beispielsweise. Also wir haben uns bemüht, die wichtigsten didaktischen Fragen gleich auf einen Blick zu beantworten. Und das entwickeln wir jetzt weiter, das geht also weiter in die Erprobung und soll dann aber auch für unsere KI Campus Kurse perspektivisch zur Verfügung stehen. Ja, danke Julia. Also das verbirgt sich hinter dem Begriff. Ich weiß nicht, gibt es schon direkt Fragen aus dem Chat dazu? Sonst wäre meine Frage an euch, aber gerne auch an die Lehrenden hier im Raum und auch im digitalen Raum, was Sie sich von so einem Support-Kit, von so einem didaktischen Support-Kit denn wünschen würden. Was wäre da extrem wichtig? Ilka, du hast schon etliche Punkte formuliert und wir haben das ja auch gemeinsam, sage ich mal, mit euch erarbeitet. Aber die Frage jetzt wirklich in den digitalen Raum und in dem Raum auch hier, was bräuchten Sie da bei so einem Support-Kit? Also im Chat schon mal die Frage, bekommt man diese Checkliste? Ja.
Ja, schon, als Arbeitsstand im Zweifelsfall bei mir melden. Es ist halt noch ein Arbeitsstand, ne? Also wir sind dabei und entwickeln das weiter und perspektivisch soll das aber auch bei den Kursen auf dem KI Campus eben zur Verfügung stehen, zum also, Download dann. Liebe Zuschauerin, Vitamin B, melden. Ja, im Zweifelsfall. Okay, gut, dann machen wir doch weiter, wenn es jetzt nicht aktuell Fragen gibt. Ich muss ganz kurz überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Machen wir vielleicht jetzt, sage ich mal, noch so den großen Rahmen zum Festival. Also das Motto des Festivals heute ist Open for Discussion. Es wird hier gleich auch noch eine Netzwerkveranstaltung geben, wo wir dann hoffentlich alle in die gemeinsame Diskussion kommen. Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, hier an die Frage an unsere Panelistinnen, welche Themen, welche Frage möchtet ihr heute Abend unbedingt mit anderen Hochschulakteuren diskutieren? Florian, möchtest du starten? Ja, klar, gerne. Immer viele Fragen zu diskutieren. ich glaube, also ganz spannend, auch erstens aus dem gesamten Jahr raus und auch aus den Dingen, die ich heute mitgenommen habe hier, ist wirklich die Frage, wo sehen wir uns als Lehrende oder wo sehen wir die Universitäten in 10 Jahren? Dinge verändern sich einerseits durch KI in Lehre und in Forschung in allen Bereichen unseres Lebens. Auch diese Angebote, die jetzt zusammenkommen, also Lehren mit KI und Lehren über KI, wie das zusammenkommt und wie das auch unser Bild als Lehrende selbst verändert. Das finde ich unglaublich spannend. Und auch die Frage kam ja auch irgendwann vorher, schaffen sich die Universitäten jetzt komplett ab? Was ich auch nicht glaube, aber man kann bestimmt gut darüber diskutieren. Welche Position würdest du da vertreten? Schaue ich mal heute Abend. Oh. Nüchtern betrachtet. Nüchtern betrachtet. Ob das dann noch so nüchtern sein wird. Kerstin, über welche Fragen wirst du diskutieren? Also was mir heute schon mehrfach begegnet ist in Gesprächen auch zwischendurch war, wie machen wir das jetzt, wo wir langsam in Präsenz zurückgehen und wo wir Hybrid unterrichten. Im digitalen Bereich war das dann ganz einfach mal so ein Open Educational Resource reinzuschmeißen. Wie machen wir das jetzt, wie binden wir das jetzt anders ein und wie viel digital machen wir auch weiter? Also ich finde, wir sollten das Beste aus beiden Welten mischen und nicht zu diesem reinen Präsenzunterricht zurückkehren, aber was möchten die anderen, was denken die anderen dazu? Dazu würde ich mich gern austauschen und was mich natürlich immer interessiert ist, in den anderen Disziplinen, wo sind Anknüpfungspunkte für Ethik in der KI? Also ich schaue ja gerne in alle anderen Bereiche rein und versuche herauszufinden, wo da die Knackpunkte sind, wo wir die Gesellschaft vielleicht verändern, ohne dass wir es in dem Moment gerade wollen. Also da gibt es ja viele Beispiele für, die heute auch schon genannt wurden, wo dann einfach Diskriminierungen fortgeführt werden, die wir eigentlich gar nicht wollen und wo wir die Gesellschaft weiter separieren. Und das ist für mich dann immer sehr interessant, wenn ich mit Menschen aus anderen Disziplinen spreche, wo da diese Punkte so sind. Ja, kann ich verstehen. Was hast du da für eine Erfahrung gemacht, also wenn du sagst, wo die Punkte da sind? Also wo liegen da die Unterschiede? Also das finde ich immer ganz interessant. Also es gibt ganz viele Gründe, warum Unfairness in ein System kommt. Und es baut ja niemand absichtlich eine unfaire KI. Das ist eigentlich nicht das Ziel. Aber es kommt dann durch verschiedene Dinge rein. Also heute wurde ja auch schon mehrfach gesagt, wenn eine KI dann lernt auf Altdaten, die einfach gewisse Vorurteile schon integriert hat, wie dass Frauen eben nicht fähig sind, im technologischen Bereich zu arbeiten, das lernt die KI dann, weil das ja immer so vorher war, und trägt es dann fort. Das ist schon relativ bekannt inzwischen. Aber dann auch sowas, wenn nur, das wurde ja auch schon teilweise genannt, weiße Männer an etwas arbeiten, die denken an manches gar nicht oder sie testen ihre KIs selbst und dann reagiert die eben nur auf männliche Stimmen oder erkennt nur männliche Gesichter oder diese Seifenspender, die dann nur weißen Händen Seife spenden. Das ist ja keine Absicht, aber an diesen Punkten könnten dann eben KI-Ethiker und Ethikerinnen vielleicht darauf hinweisen, dass das so Punkte wären, wo man Heterogenität braucht, schon in der Entwicklung und die gesamte Gesellschaft widerspiegeln
muss in der Entwicklung, im Test, in allen Stufen des Prozesses der Entwicklung dieser KI. Das ist mir wirklich ein ganz persönliches Anliegen, dass wir die Gesellschaft, also ich habe ja die große Hoffnung, ich bin da ja vielleicht ein bisschen naiv und optimistisch, dass wir durch KI gerechter werden können, weil wir damit dann Prozesse offenlegen, weil wir dann sehen, warum etwas wie entschieden wird, mehr als wenn ein Mensch es einfach aus seinen Emotionen raustut. Und darüber spreche ich eben sehr gerne mit Menschen. Hallo, Menschen, sprecht mit mir. Wo sind diese Punkte in euren Disziplinen? Ich würde ich gerne drüber sprechen, das war nur die Geste. Also hier haben sich schon die ersten Gesprächspartner und Partnerinnen gefunden, das ist doch schon mal sehr schön. Ja, to be continued, würde ich sagen. Ilka, was ist das Thema, über das du heute Abend auf jeden Fall sprechen wirst? Ich würde gerne über die Openness sprechen, also Open Educational Resources. Ich hatte es vorhin auch schon mal angedeutet, also mich interessiert vor allen Dingen auch die Produzentenseite, weil also ich zum Beispiel mit dem Team, wir produzieren jetzt auch OERs, nicht mit über KI, sondern fachwissenschaftliche Aspekte. Und ich finde, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema, gerade weil es auch offen ist und nicht alle Lehrmaterialien, die auch heute vorgestellt wurden, sind tatsächlich offen gewesen, wo ich mich frage, ey, wieso stellt ihr die nicht irgendwie zur Verfügung, damit alle davon profitieren können? Und das, glaube ich, ist wirklich ein Thema, das ist nicht zu unterschätzen. Das ist schwierig, da dann zielgenau die Materialien zu machen. Umgekehrt ist natürlich das Coole an den OERs, je nachdem, welche Lizenz sie haben. Ich kann sie wiederverwenden, ich kann sie adaptieren, ich kann sie anpassen. Also da sind, glaube ich, noch ganz viele andere Bildungsprozesse möglich, wo wir gerade jetzt erst am Anfang stehen und ich für mich auch sagen kann, ich glaube, ich habe noch nicht die ganze Bandbreite von dem, was vielleicht in 5 Jahren möglich sein wird, überhaupt begriffen und kann überhaupt auch noch gar nicht einschätzen, in welche Richtung das geht. Aber es ist auf jeden Fall da, es ist da, es ist mega spannend und es ist ziemlich cool, die nutzen zu können. Ja, ich glaube, da wirst du auch viele Diskussionspartner und Partnerinnen finden, die heute Abend mit dir darüber weitersprechen wollen. Julia, was sind deine Themen? Also ich würde super gerne mich austauschen mit Hochschullehrenden über deren persönliche didaktische Frustrationsmomente, aber auch Höhenflüge über die letzten 2 Semester, weil ich glaube, es hat von beidem gegeben und es würde mich einfach mal interessieren, was die Leute da so als positiv erlebt haben, aber was eben auch irgendwie als negativ und möglicherweise totale Bauchlandung. Und in dem Zusammenhang würde ich einfach auch gerne mal so ein bisschen ein Stimmungsbild einholen. Wie ist denn die Stimmung? Ist da Interesse, sich noch weiter mit dem Thema Lernen, Digitalisierung von Lehr-Lernprozessen zu befassen? Oder ist es eher so, oh mein Gott, das wollen wir nie wieder tun? Und wenn ja, warum? Also ich würde einfach gerne so ein bisschen hören, wo stehen die Leute gerade in didaktischer Hinsicht? Was hast du da für ein Bauchgefühl? Was glaubst du, was du für Antworten bekommen könntest? Also ich glaube, das wird nicht darauf hinauslaufen, dass jetzt alle schreiend wegrennen und sagen, um Gottes Willen, wir wollen nie wieder mit digitalen Medien zu tun haben. Das glaube ich eher nicht. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die sagen, puff, geh mir erstmal weg damit. Aber im Großen und Ganzen habe ich schon die Hoffnung, dass da auch viele positive Erfahrungen gewesen sind, dass da jetzt eine Neugier ist, dass da ein Möglichkeitenraum entstanden ist, den es so vorher vielleicht nicht gegeben hat. Und da würde mich einfach interessieren, ja, wie ist die Stimmung und was haben die Leute so alles ausprobiert? Ich bin da ja sehr neugierig. Sehr schön. Gibt es noch Fragen von den Festivalgästen? Fragen im Chat oder hier Fragen an unsere Diskussionsteilnehmerinnen? Guckt ihr mich so durstig an? Gibt es nicht mehr. Habt ihr noch was, quasi, was ihr gerne mitgeben möchtet, was ihr teilen möchtet? Gut, dann würde ich sagen, ich sage jetzt schon mal an dieser Stelle, es gibt hier eine Frage, ja. Frau Lemke ist das, glaube ich. Kommen Sie genau, ich bin Frau Lemke wieder. Ich sitze hier hinten im Hintergrund. Das ist alles so spannend. Ich habe eine einzige Frage. Wie kann man sich denn bewerben, um auch Fellow zu werden? Oh. Das ist eine sehr gute Frage. Unser zweiter Jahrgang der Fellows ist gerade gestartet. Also da sind wir gerade wieder dabei, spannende Erfahrungen, sage ich mal, zu machen und auszutauschen. Und das dauert noch ein bisschen, bevor man sich wieder bewerben kann. Das wird voraussichtlich dann erst wieder im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres sein. Wir werden das natürlich auf sämtlichen Kanälen von uns publizieren, also da einfach ein bisschen wachsam sein. Und wir freuen uns natürlich dann, wenn sich viele interessierte Hochschullehrende bewerben. Ja.
Ja, lohnt sich. Das freut mich sehr. Hat sich auch sehr, sehr für uns gelohnt. Und ja, ich möchte dann an dieser Stelle schon vielen herzlichen Dank sagen. Herzlichen Dank an euch hier für dieses schöne, interessante Panel. Aber natürlich auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle anderen, die diesen Tag, diesen Festivaltag zu was ganz Besonderem gemacht haben. Also das sind natürlich in erster Linie unsere tollen Speakerinnen mit so vielen inspirierenden Vorträgen. Auch unser schlagfertiges Moderatoren-Duo. Vielen herzlichen Dank. Nicht zuletzt natürlich Sie, die Festivalgäste, die engagiert mit dabei waren, mit Fragen, mit Impulsen, mit Anregungen zu den verschiedenen Themen. Und natürlich auch das gesamte Festivalteam hier, die Technik, aber auch ja, das gesamte Organisationsteam. Das war wirklich ein super Tag hier auf der KI Campus Stage. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, es geht noch weiter, nicht mehr hier bei uns, aber auf der Mainstage und eben auch real hier vor Ort in Berlin mit dem Vernetzungstreffen Beer to Peer. In diesem Sinne, sage ich mal Prost, einen schönen Abend, einen guten Austausch, viele spannende Diskussionen und wir sehen uns morgen wieder zu einem sehr, sehr vielfältigen und großen Workshop-Programm. Vielen Dank.